Hallo Freunde von World of Warships. Herzlich willkommen zu einem relativ seltenen Replay. Wir haben hier Abistral, der mich im Stream am Donnerstag angefragt hat, ob es möglich wäre, eines seiner Gefechte einmal zu analysieren, was er denn besser machen könnte, weil er noch ein Anfänger ist. Dass er dann aber direkt in ein Rank-Gefecht geht, das war mir nicht bewusst, aber das war das, was er eingeschickt hat. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, dass man auch mit einer hässlichen Tarnung in einem Replay vorkommt. Das liegt natürlich daran, dass am Donnerstag erst der Patch war und dementsprechend noch wenige Einsendungen vorhanden sind. Deswegen gehen wir einmal hier durch. Auf was muss man im Rank-Gefecht generell zuerst beim Start eines Gefechts gut achten? Einmal der Gegner. Die Jill hat Probleme mit großkalibrigen Schlachtschiffen, weniger mit Kreuzern und dann noch gegen DDs, um sie effektiv bekämpfen zu können, könnte man fast sagen, weil durch das hohe Kaliber, die 283 mm hier mit einem Reload von 20 Sekunden Stock, Bekämpfungsgeschwindigkeit relativ groß ist. Da ist eine Cleave-Lanze, die mit Radar auf 9 km und den 4x352 mm, ich glaube auf 9 Sekunden, sich nicht mehr ganz auftrumpfen kann, natürlich mit viel mehr Schaden pro Salve den DD bekämpfen kann. Deswegen ist natürlich auch schlau, mit wem wir uns hier verbünden. Und die Cleveland ist ein relativ idealer, komfortabler Verbündeter, gemeinsam mit der Akizuki, die man gut unterstützen kann. Da hier tatsächlich keine Schlachtschiffe sind, haben wir mit unserer Panzerung gegen alle anderen Kreuzer, denen wir begegnen können, eigentlich relativ gute Karten. Zusätzlich haben wir noch einen Heal, sollte uns Bayard, Mainz und Baltimore runterfarmen mit Hai. Auch die Tonee mit ihren Flugzeugen und auch die Takao, die haben relativ hohe Brandwahrscheinlichkeit oder Flutungswahrscheinlichkeit an die Tonee, mit der hohen Anzahl natürlich. Deswegen ist es praktisch, wenn wir Unterstützung haben und dass wir einen Heal haben. Zusätzlich dazu haben wir noch den Reload Boost. Alles in allem ist die Schill, wenn wenig Schlachtschiffe oder gar keine im Gefecht sind, die ideale Kreuzer-Variante, um andere Kreuzer bekämpfen zu können. Und ihr seht schon, hier vielleicht den Reload Boost reinzusetzen, das hätte ich nicht gemacht. Eher jetzt auf die Tournee. Das ist einmal eine Verbesserung, weil selbst zwei Salben mit einem Turm auf einen DD, das bringt halt nicht so viel. Eine Breitseite-Tournee wäre es wahrscheinlich weitaus besser gewesen. Jetzt haben wir hier die Akizuki, die uns runter spammen möchte mit Hai und dann auch noch mit Torpedos belangen. Und unsere Akizuki hier hat leider schon sehr viel gefressen. Deswegen, wenn wir rankommen mit hydroakustischer Suche, um der Akizuki ein Ende zu bereiten, das schnell und schmerzhaft ist, wäre es ideal. Und das wurde auch gemacht. Wir müssen hier einmal kurz die 6 Kilometer, ja, sehr gut, war von uns. Aufdecken. Oh, und das ist jetzt ideal. AP immer auf Breitseite, Gegner immer, wenn es geht, AP mit der Schill, weil die HE ist ja nicht besonders gut. Und dann soll es eigentlich perfekt. Ja, jetzt ist es perfekt. Jetzt den Reload Boost wäre ideal. Dann wäre das Schiff schon raus. So müssen wir quasi noch einmal abwarten, bis wir die 20 Sekunden nachgeladen haben. Die hydroakustische Suche hier im Cap ist extrem wichtig. Ich weiß nicht, worauf hier getorpt wird, aber anscheinend nicht auf uns. War so ein Paniktorp und damit soll es jetzt auch zu Ende sein. Aber ihr seht ja, das ist ein großes Problem ist der richtige Einsatz des Reload-Buffs oder des Reload-Boosters der Hauptartillerie. Und somit geht der erste Kill nicht an uns, sondern an die Cleveland, die mit höherem Reload hier das managen konnte. Aber ihr seht, die Cleveland positioniert sich nicht schlecht, alles ist im Radar und sie ist geschützt. Das ist praktisch. So, wir sollten jetzt auf keinen Fall links rausdrehen, um die Bayard zu bekämpfen. Da haben wir wirklich schlechte Karten. Die Bayard ist ein super agiler, schneller französischer Kreuzer, der uns zuspammt mit Hae. Und wenn sie auf 13 Kilometer ist, dann ist sie quasi sehr schwierig zu treffen. Wir sollten hier in der Mitte bei A bleiben. Am besten ungesehen hier die Takao bespaßen. Das wäre ideal. Ihr seht, die Adago fährt hier gerade raus und auch die Bayard bekämpft dann die Mainz. Solange die offen ist, ist es super für uns. Und jetzt hier in die Breitseite zu schießen, das wäre ideal. Ja, sehr gut. Ich würde trotzdem noch schießen, sobald es geht, weil es gibt kein anderes Ziel außer die Baltimore. Aber bis dahin haben wir wieder nachgeladen. Ich würde mich jetzt hier an die Insel kuscheln, die Baltimore kommen lassen, die Cleveland reinfahren und da wäre die Zitadelle, auch wenn das Schiff nicht mehr offen war. Jetzt schon. Ja, eigentlich relativ easy. Und auch die Baltimore fährt hier jetzt einen Kurs, ohne genau zu wissen, woher wir kommen.
Ja, man kann im Voraus torpedieren, dass sie hier dann so fährt. Wir sollten jetzt entweder hart links eindrehen oder hart rechts und in die Verteidigungspose gehen. Breitseite gegen eine Baltimore mit den 203 mm, aber es ist äußerst schwierig. Eigentlich schießen muss man sagen, weil die Baltimore hat die Heavy AP. Das bedeutet, sie hat sehr gute Winkel auf der AP, bessere als wir, und schießt damit auf 4 Kilometer schweren Schaden. Gut, dass die Baltimore hier einen großen Fehler ebenso macht und Breitseite zeigt. Das könnte schon gewesen sein. Jetzt Reload Booster rein, auf jeden Fall. Ein Reload Booster hätte man reinmachen können, auf jeden Fall. Wäre jetzt ideal gewesen, selbst wenn man die Baltimore nicht rausgenommen hätte mit Zitadellen, dann hätte das gereicht, um dann noch einmal 5 Overpens zu machen, dann wäre sie schneller raus gewesen, oder sogar vielleicht eine Pen oder 2 Pens, dann wäre es das auch gewesen, und dann hätte man direkt auf die Breitseite fahren, der Bayard schießen können. Bisher ist tatsächlich das Einzige, was man hier anmerken kann, die Fehler, schlechte will ich nicht sagen, aber der gerade versetzte Einsatz vom Reload Booster. Dass die Bayard hier so viel Breitseite zeigt, ist eigentlich unnötig. Sie ist auch ein bisschen zu nah dran. Problem ist, man sieht sie hier stark. Der Feind hat Probleme mit dem Schiffen und Probleme mit den Caps. Wird ja jetzt auch nicht mehr gewonnen werden. Außer die Bayard ist super und fährt super, aber das ist hier ganz klar nicht der Fall. Zeigt einfach zu viel Breitseite. Sie müsste um 90 Grad nach links drehen, dann wäre sie gegen die Irian und die Cleveland und uns angewinkelt. Das bringt aber nichts. Die Irian hat 70 Kilometer Reichweite und schießt high. Also die wird Stück für Stück dann runtergegrindet. Aber sie wäre, wie gesagt, sehr wendig. Ne? Das wäre ihr großer Vorteil. Aber wenn sie stark einlenkt, dann wird sie auch langsam. Das will ich vergessen. Was sie bei Jahr auch hat, ist Reload Booster. Und wird sie es schaffen, uns zweimal hintereinander 2 Brände zu machen, dann wäre es quasi um uns geschehen. Deswegen auch vorhin, man kämpft nicht in einer Schill gegen eine Bayard 1:1. So, das Gefecht ist jetzt schlussendlich gewonnen mit 60.000 und einem Kill. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, warum hat Abistral dieses Gefecht eingesendet mit Verbesserungsvorschlägen? Es gibt quasi keine Verbesserungsvorschläge, bis auf den Einsatz des Reload Boosters. Ansonsten war es rudimentär so runtergespielt, ideal, wie es dann schlussendlich ausgegangen ist, wie es runtergespielt worden ist. So, Cleveland, es ist jetzt die Frage, wie oder aus welchen Gründen Abistral diesen Kurs gewählt hat. Hat er auf die Irian und die Cleveland geachtet? Und ist deshalb einen aggressiveren Kurs gefahren, weil er gesehen hat, die Irian kommt von links, die Cleveland supportet mit Radar und hinter der Insel stehend mit den Guns. Oder hat er nicht darauf geachtet und Cleveland und Irian haben ihn supportet, weil sie auf seinen aggressiven Stil hier gegen Baltimore und Bayard geachtet haben und sich gedacht haben, das geht sonst nicht gut aus. Er hat natürlich stark profitiert von schweren Fehlern der Tournee. Von der nicht wissende Akizuki, dass wir hier hydrakustische Suche am Mann haben auf der Schill, und natürlich auch die Bayard, die, na gut, dann schlussendlich keine Wahl mehr gehabt hat. Das muss man auch sagen. Also, das ist das Problem mit Prime. Kannst du mal schauen, wo es Verbesserungsvorschläge gibt. Manchmal ist es so, dass es keine Verbesserungsvorschläge gibt und der Einsender das auch weiß. Manchmal ist es so, dass der Einsender meint, es gibt Verbesserungen, aber dass es einfach nicht hergibt. Deswegen mache ich das auch normalerweise nicht. Aber wie gesagt, guter Zeitpunkt dafür. Und ich bin auch kein super Premium-Spieler, der das ideal beurteilen kann bei jedem Schiff, muss man auch sagen. Meiner Meinung nach gibt es ja tatsächlich, bis auf den Reload, wenig Verbesserungsvorschläge. Normalerweise wäre der Encounter Baltimore und Bayard eigentlich das Letzte gewesen, was die Schill hier sehen hätte dürfen. Aber das war der Fehler der Baltimore tatsächlich. Die Frage ist halt, hätte man sich die Torpedos auf der rechten Seite in die Fahrtrichtung zu uns, zur Baltimore werfen müssen und die auf der linken Seite sich einsparen, weil es wahrscheinlich so gewesen wäre, wäre die Baltimore auf uns zugekommen, dass wir die linken gebraucht hätten. Da sie abgedreht ist, war es kein Problem, den Reload Booster, und dann wäre es das auch gewesen. Das ist hier jetzt tatsächlich nur noch das letzte Abschlachten in diesem Rank-Gefecht. Zugute gekommen ist Abistral natürlich, dass es hier kein einziges Schlachtschiff gibt, was ziemlich kurios ist. Also,
wirklich kurios. Aber gut. Das ist es halt. So in diesem Sinne, ideal. Wieder auch den Kampfspeer, Großkaliber und vernichtender Schlag. Mit 84.000 ist es Platz 1. Ja, ist Platz 1. Also gibt tatsächlich keinen Grund hier überhaupt daran zu denken. Ein Sieg ist ein Sieg. Eigentlich ist man schlecht gefahren, wenn es eine Niederlage ist. Bei einem Sieg, selbst wenn man schlecht gefahren ist, dann hat das Team das gecarried. Und dann ist auch gut. Zählt nicht das Ergebnis. Zählt wirklich das, was wir drin machen. Ja und nein. Für Wargaming zählt das Ergebnis. Für einen Spieler, der sich stetig verbessern möchte, zählt natürlich auch das, was dazu beigetragen hat, dieses Ergebnis zu erreichen. Gut, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen mit diesem ein bisschen anderen Replay im Ranked mit einem fast fehlerfreien für diese Situation und den Fehlern des Gegners gefahrenen Spielgefechts. Ciao, danke fürs Einsenden und danke fürs Zusehen.